Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und in diesem Video geht es um die 10 am häufigsten gestellten Fragen. Denn es kommen immer und immer und immer die gleichen Fragen wieder auf. Und ich wollte die nicht unter jedem Kommentar immer beantworten, obwohl ich das sehr oft tue. Sondern einfach mal in ein Video packen, da ich manche Fragen auch noch gar nicht beantwortet habe, beziehungsweise immer nur so halb. Und falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf ask.fm schreiben und mir da Fragen stellen. Da heiße ich X-Bin Cupcake und alle Social Networks sind in der Infobox verlinkt. Ich habe mir jetzt einfach 10 Fragen rausgesucht, die wirklich am meisten gestellt worden sind. Und das war als erstes, heißt du wirklich Pinky? Und nein, ich heiße nicht wirklich Pinky. Meinen echten Namen, also dazu komme ich noch bei der letzte Frage. Und zwar ist es so, dass ich meinen Namen derzeit noch nicht sage. Ich habe deshalb so einen pseudonymen Künstlernamen, wie man es nennen will, auch wenn ich kein wirklicher Künstler bin. Also ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber es ist halt, das ist nur so ein Deckname. Warum ich meinen Namen nicht sage, habe ich in dem Blog gesagt. Aber warum und wann und wie, sage ich noch bei der letzten Frage. Ich bin 13 Jahre alt und werde am 6.3. 14. Hast du eine Klasse übersprungen, da du ja in der 9. Klasse bist? Und nein, ich habe keine Klasse übersprungen. Ich wurde nur mit 5 Jahren eingeschult. Das hatte den Grund, weil meine ganzen Freundinnen im Kindergarten irgendwie schon ein Jahr älter waren und deshalb wurden die dann eingeschult und ich wollte mit denen eingeschult werden. Außerdem war ich schon dafür geeignet, also ja. Und ich wollte es, das war meine Entscheidung, auch wenn ein 5-jähriges Kind vielleicht keine großen Entscheidungen treffen sollte. Aber trotzdem, ich wollte es unbedingt. Wie viel wiegst du? Und diese Frage kommt so oft. Und wie groß bist du? Also ich bin 1,73 groß. Und ich weiß es nicht, wie viel ich wiege. Denn ich wiege mich nicht. Schon seit 3 Jahren oder so nicht mehr. Keine Ahnung. Auch wenn ich beim Arzt bin, ich gucke einfach nicht hin. Es interessiert mich nicht. Es ist so eine Zahl. Und wenn die mich beeinflusst, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Denn auch wenn mich jemand fragt, ja, wie viel wiegst du und so viel und wie viel wiegst du, ist das gut, bla bla. Leute, es ist nur eine Zahl. Manche haben mehr Muskeln, manche haben weniger Muskeln, manche haben schwerere Knochen, manche haben leichtere Knochen. Manche haben, wenn sie sich wiegen, mehr gegessen. Okay, das ist dann nur so ein kleiner Unterschied, aber trotzdem. Manche waren gerade auf dem Klo, manche nicht. Und das ist immer unterschiedlich. Klar sind das manchmal auch nur ein paar hundert Gramm, aber es ist trotzdem nur eine Zahl. Und ihr könnt euer ganzes Leben oder euer ganzes Gewicht, eure Figur nicht auf diese Ziffern beurteilen. Nee. Denn auch wenn da jetzt 120 Kilo stehen würde, wenn ihr mit eurem Körper zufrieden seid, dann ist es egal, ob da 20 Gramm oder 120 Kilo steht. Okay, 20 Gramm stand letztens, also bei dem Skiverleih musste ich gewogen werden, ich habe mich hingeguckt und meinte so 20 Gramm und ich so guck nach unten, weil dann habe ich halt hingeguckt, weil ich total irritiert war und da stand einfach 0,02 Kilo und der hat das einfach aufgeschrieben. Ich so nein, nein, das ist nicht richtig und das war halt das mit 20. Und ihr müsst euch nicht immer auf diese eine Zahl beschränken, was ich glaube ich schon ziemlich oft wiederholt habe jetzt. Oh, die 5. Frage war, wie groß ich bin und wie groß ich werde. Jetzt habe ich das schon ein bisschen vorweggenommen, denn ich war ja letztens beim Arzt und ich kann dazu mal so ein ganzes Storytime-Video machen, auch wenn es nicht mega lang werden würde. Aber ich war halt beim Arzt und wurde gemessen, wie groß ich bin und wie groß ich werde. Und ich bin 1,73 groß circa und ich werde 1,82 bis 1,85 groß. Und manche regen sich darüber auf, dass ich mich nicht aufregen soll, weil ich ja groß bin und das ist schön, bla bla. Und ehrlich gesagt ist das manchmal nicht so schön. Manchmal hat es auch echt Vorteile, aber zum Beispiel bin ich letztens beim Springen einfach bei meinem Pony mit dem Fuß am Hindernis hängen geblieben. Und das wäre einer kleineren Person halt nicht passiert. Und ja, man will immer das, was man nicht hat. Also ich schätze mich glücklich mit dem, was ich habe, also mit der Größe und so weiter und so fort. Denn das verändert sich eh alles noch und deshalb bringt es auch nichts, sich darüber aufzuregen. Denn dieser Wachstumsstopp ist sehr kompliziert und ist auch nichts Schönes. Also das würde ich keine Mädchen empfehlen. Jungs würde der Arzt das empfehlen, Mädchen halt nicht. Warum, kann ich wie gesagt bei einem Storytime-Video erzählen. Denn das würde jetzt alles viel zu lange dauern. Und ja. Frage Nummer 6 ist, was ich für meine Figur mache. Da halt manche meinen, ich bin zu dünn und so weiter und so fort. Und ich mache eigentlich nichts wirklich Großes. Ich habe ein Workout auf meinem Handy, eine Workout-App, die heißt P4P. Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber auf YouTube sind die halt auch und ich weiß nicht, wie die lang heißen, aber das ist halt die Abkürzung. Und ihr könnt das einfach mal eingeben. Und ich habe im Moment die Workouts Po und Beine. Nicht, weil ich weniger Beinfett habe oder so, sondern einfach, weil
es mir Spaß macht. Also ich bin, glaube ich, eine der wenigen Personen, die richtig viel Spaß am Sport hat. Ich gehe gerne laufen. Timmy, ich bewege mich gerne. Was ich nicht gerne mag, ist Radfahren. Ich hasse Radfahren. Aber sonst mache ich halt auch mega gerne Workouts. Und wenn ich dann so drin bin, dann mache ich auch mal so 2 Stunden Workouts. Weil es mir einfach unfassbar viel Spaß macht. Und das versuche ich halt jetzt mehrmals in der Woche zu machen, weil ich halt auch manchmal keine Zeit habe. Aber ja, die App mag ich ganz gerne und ich kann auch mal ein Video darüber machen. Und ich glaube, dieses Video wird ultra lang, aber total viel haben sich längere Videos gewünscht. Deshalb werden wir mal sehen, wer alles bis zum Ende geguckt hat. Nummer 7 wird so oft gefragt. Ich habe heute Morgen schon innerhalb von 20 Minuten, in denen ich wach war, irgendwie 30 Mal die Frage bekommen, ob ich einen Freund habe. Und nein, ich habe keinen Freund, weil mich so viele Leute auch auf direkt und so, also auf Instagram direkt, gefragt haben, ob ich einen Freund habe. Nein, im Moment habe ich keinen Freund. Okay, das klingt voll witzig. Ja, wenn jemand das halt in 3 Jahren oder so sieht. Nein, ich habe keinen Freund. Und ich glaube auch nicht, dass sich das in der nächsten Zeit ändern wird. Und wenn, dann würde ich es, glaube ich, auch nicht am Anfang sagen. Ich würde die Frage dann... Nee, ich weiß nicht, was ich mit der Frage machen würde. Ich würde euch auf jeden Fall nicht anlügen und würde sagen, nein, ich habe keinen Freund. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, wenn man dann ein Video zum Beispiel mit dem dreht und nach einem halben Jahr ist es vorbei, dann ist das für den Jungen schwer. Auch wenn ich erst 13 bin, regen sich jetzt wahrscheinlich viele wieder drüber auf. Wieso sollte ich einen Freund haben, blablabla. Aber dann ist es halt für den Jungen doof und für einen auch selber, weil dann hat man so Erinnerungen und es ist halt auch ein bisschen doof, weil dann fragen alle Zuschauer, seid ihr noch zusammen, seid ihr nicht mehr zusammen, bla bla. Und das ist zwar nur süß gemeint, aber wenn man so traurig dann wäre, glaube ich, wäre es der Horror, wenn dann alle noch nachfragen würden, warum, bla bla. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich das dann sagen würde und ob ich den in die Öffentlichkeit ziehen würde. Nummer 8 ist, wo wohnst du? Und diese Frage wird mir noch häufiger gestellt als die mit dem Freund. Und in meiner Instagram-Bio steht Germany. Und das heißt Deutschland. Und mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Denn manche meinen halt, ja, komm, sag's doch einfach. Du denkst auch, du weißt was Besseres und so. Und nein, denke ich auf jeden Fall nicht. Ich bin ein Mensch wie du. Und ich stehe morgens auf. Bin total zerknautscht. Bin manchmal auch schlecht gelaunt. Ich kann auch zickig werden. Das ist ganz normal. Und ich bin keine andere Person, nur weil ich ein außergewöhnliches Hobby sozusagen habe. Ich bin deshalb nicht anders, auch wenn manche Menschen das vielleicht so sehen. Ich bin einfach ich selbst und fertig. Aber das wollte ich gar nicht sagen, denn ich möchte meinen Wohnort einfach nicht bekannt geben. Aus vielen, 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 vielen Gründen. Ich akzeptiere das einfach. Nummer 9. Machst du bald ein Postfach? Und jetzt kommen die 2 spektakulärsten Fragen eigentlich meiner Meinung nach. Und ich mache kein Postfach, sondern eine Packstation. Und ich warte jetzt, also das, bei dem Postfach kann man nur Briefe schicken. Aber mega viele haben halt geschrieben, dass sie mir kleine Pakete schicken wollen. Und da irgendwie Süßigkeiten oder so reinpacken wollen. Richtig, richtig süß. Von daher, ich müsste ja auf jeden Fall nicht. Ich fühle mich irgendwie jetzt schon voll schlecht, wenn ich daran denke, dass mir Leute Geschenke machen, die ich eigentlich gar nicht kenne und denen ich nicht zurückgeben kann. Und deshalb war ich dann sehr, sehr lange am Zweifeln. Ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr überlegt, ob ich das wirklich machen soll. Aber so viele haben sich das gewünscht. Ich habe das halt auch mal in meinen Vorsätzen da angefragt. Und dann meinten mega viele, doch, bitte mach das. Und eine Packstation, da kann man halt auch Pakete hinschicken. Aber ich habe halt keine in meiner Nähe, was ein bisschen doof ist. Aber die muss man auch nicht wie ein Postfach alle 7 Tage lernen. Und deshalb finde ich das ganz gut. Und ich warte noch auf einen Brief, wo ich halt alles bekomme und Bestätigung, bla bla. Und dann muss ich halt immer sehr weit fahren. Und deshalb wird die mir, glaube ich, auch über mehrere Ecken geleitet. Also ihr schickt die an irgendeine Adresse, keine Ahnung wo. Ihr schickt die halt einfach an irgendeine Stadt. Und diese Packstation leitet die dann an meine weiter, die ein bisschen weiter weg ist. Und deshalb dauert das immer ein bisschen länger, bis ich die bekomme und vielleicht auch bis ich die zurückschicken kann, weil die ja wieder auf denselben Weg zurückgeschickt werden oder per Deutsche Post. Das wird sehr, sehr bald kommen. Also im ganzen März wird euch eigentlich mega viel erwarten. Also seid gespannt. Und Nummer 10 ist, wann sagst du deinen Namen? Und wie schon bei der ersten Frage gesagt, werde ich meinen Namen bald sagen. Und ich bin echt schon ein bisschen aufgeregt. Ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich dieses Video gestalten soll. Und es ist halt so, ich bin derzeit nicht mehr so auf dem Stand. Ich bin Pinky, also schon, wenn mich jemand da mit dem Namen anspricht, dann fühle ich mich damit verbunden und kann mich damit identifizieren. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist das so...
bin nicht ich und ich habe mittlerweile auch echt Angst, dass jemand meinen Namen sagt und dass irgendwo dann das jemand mitbekommt. Und deshalb, ja, es ist halt im Moment noch so ein bisschen so ein belastendes Gefühl, dieser Name. Am Anfang war das alles gut und schön oder so, aber mittlerweile wollen so viele meinen Namen wissen. Und da wird da so diskutiert, ob das nicht voll unnötig ist, dass ich den verheimliche und so. Es hat halt viele, viele Gründe und die kann ich euch jetzt auch mal kurz erklären. Und zwar ist es bei YouTube irgendwie so, dass es eigentlich auch erst ab 14 wegen Gesetzen und so erlaubt ist, dass man den Namen sagt. Keine Ahnung, warum ich bin 13 ist. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mir wurde das irgendwie so erklärt. Und ich habe mich auch sehr schlau, ich habe mich auch schlau darüber gemacht. Und es ist halt auch so, dass man mit 14 Jahren dann Jugendschutzgesetz und so eigene Verantwortung übernimmt teilweise und die übernehme ich dann halt auch für meine Social Medias und deshalb halt auch für meinen Namen. Und wenn mir dann was passieren würde, dann würde es irgendwie doch über meine Eltern gehen, aber halt hauptsächlich auch über mich. Und ich verstehe es ehrlich gesagt selber nicht ganz, aber es hat halt einmal mit dem was zu tun und zum anderen war die Bedingung halt, als ich mit 12 mit YouTube angefangen habe, ich bereue es irgendwie nicht, aber irgendwie auch schon, denn ich fände es mit 14 viel, viel besser mit YouTube anzufangen. Aber irgendwie hat mich das auch so reifen lassen. Und deshalb, als ich damit angefangen habe, da war halt die Bedingung, du darfst deinen YouTube-Kanal jetzt schon machen. Also meine Mutter hat ja eh den Kanal überwacht und so. Und der hat ja auch gehört. Wenn du deinen Namen nicht sagst. Und ich war halt so mega, wie soll ich das machen? Aber ich fand es mega cool, weil ich wollte unbedingt YouTube machen und deshalb hieß ich dann einfach Pinky ab dem Tag, weil X Pink Cupcake hat sich irgendwie zusammengesetzt wegen Cupcakes und Pink, weil ich Pink geliebt habe, obwohl ich Pink immer noch ganz gerne mag. Und dann halt noch das X einfach nur, um es irgendwie besser zu machen, weil ich wollte nicht Pink Cupcake heißen. Und falls ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir wie gesagt auf Ask die Fragen stellen. Und bitte nur auf Ask. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und schreibt mir gerne noch weitere Videowünsche in die Kommentare. Und benutzt natürlich noch den Hashtag XPinkCupcake für die Musical.ly Reaction auf Musical.ly. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!